Wochenlang haben wir diskutiert, gestritten und gewählt. Die 250 besten PC-Spiele aller Zeiten nach Meinung der GameStar-Redaktion. Diese zugegebenermaßen extrem subjektive Liste könnt ihr auf GameStar.de oder im Heft in aller Ausführlichkeit nachlesen. In diesem Video picken wir uns aus den Besten der Besten die besten Shooter heraus, denn hier kommen die Top 10. Und wir fangen an mit einem der besten Star Wars Spiele aller Zeiten, Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Das ist ein wundervolles Einzelspielerabenteuer, das die Star Wars Lizenz bis zum letzten ausreizt. Vom fantastischen Soundtrack über die Originalschauplätze wie Cloud City oder Yavin 4 bis hin zu den perfekt nachgebildeten Sturmtruppen-Outfits, Umgebungsdetails und Lichtschwertgeräuschen. Was als Ego-Shooter mit Blaster und Thermaldetonator beginnt, entwickelt sich zum Third-Person-Action-Spiel, in dem Serienheld Cal Katan widerwillig noch einmal in die Roben eines Jedi schlüpft. Und für GameStar-Redakteur Peter Badke ist die mitreißende Geschichte um Rache und den Kampf Gut gegen Böse, Zitat, ungefähr 634 Mal durchdachter als alles, was George Lucas in der Prequel-Trilogie fabriziert hat. Die Genialität von Left 4 Dead beruht auf einer simplen Tatsache. Man ist in der Koop-Zombie-Ballerei auf Gedeih und Verderb auf die anderen Spieler angewiesen. Nur gemeinsam mit seinen drei Mitstreitern kann man sich von der KI oder anderen Spielern gelenkte Supermonster wie Smoker, Tank und Hunter vom Hals halten. Und wenn der schleimige Boomer einen vollkotzt, braucht es die Gefährten, um der angelockten Zombie-Horde Herr zu werden. Ein unheimlich intensiver Koop-Spaß, dessen abwechslungsreiche Kampagnen sich dank KI-Regisseur in jeder Partie anders spielen. Left 4 Dead ist ein Koop-Meilenstein, an dem sich heute noch jeder neue Genrevertreter messen muss. Es wird abgefahren. Denn mit dem Shooter No One Lives Forever liefert der Entwickler Monolith im Jahr 2000 eine kunterbunt alberne Agentenblödelei rund um die Heldin Kate Archer und die Schurkenorganisation Harm ab. Dabei wird nicht nur genretypisch geballert, sondern auch mit Bond-typischen Gadgets wie Schlafgasparfüm oder Roboterpudeln hantiert. Und erst das Leveldesign. Bis heute bleibt die Mission unerwartete Turbulenzen im Gedächtnis, in der mitten im Einsatz ein Flugzeug abstürzt. Yeah, baby! I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run. Get as far away from it as possible. Zum Release im Jahr 2003 hielt ich die Texte von Max Payne 2 noch für das Allergrößte. Heute ist mir das bedeutungsschwangere Geschwurbel in Remedys Rachefortsetzung dagegen fast schon unangenehm. Aber gut, damals dachte ich auch, Limp Bizkit wäre die Krone der Musik. Ganz egal, denn auch 15 Jahre später kann ich noch jede Folge der Ingame-TV-Show Lords and Ladies oder Address Unknown mitsprechen. Und auch heute noch begeistern die genialen Zeitlupenschießereien mit ihren sensationellen Partikeleffekten wie am ersten Tag und... ja, vermutlich würde ich auch heute noch um Mona Sachs weinen. Hey! Trivia: Mit 87 Punkten ist die GameStar-Wertung zu BioShock die drittniedrigste der Welt. Deshalb gab es zum Release 2007 nicht nur weit über 1000 Kommentare im Forum, sondern auch angeregte Telefondiskussionen zwischen dem zuständigen PR-Manager und unseren Testern Petra Schmitz und Christian Schmidt. Aber nicht nur deshalb ist uns die Big Daddy-Ballerei durch die zerstörte Unterwassermetropole Rapture bis heute in Erinnerung geblieben. Denn BioShock ist ein Meilenstein unter den RPG-Shootern, weil er sich traut, unangenehme Fragen zu stellen. Die Antworten bleibt er allerdings schuldig. Als wir damals die Beta 6.0 von Counter-Strike auf eine GameStar-Heft-CD gepackt hatten, haben uns zig Briefe erreicht, wir hätten damit die Community zerstört. Denn plötzlich würden sich viel zu viele Noobs auf den Servern tummeln.
Der Siegeszug der einstigen Half-Life-Mod war schon damals nicht mehr aufzuhalten, die ein simples Räuber- und Gendarm-Team-Deathmatch zum weltweiten E-Sport- und Multiplayer-Phänomen gemacht hat. CTs gegen Terroristen, Geiselrettung, Bombenentschärfen, kaum jemand hat das simpel zu verstehende, aber schwer zu meisternde Counter-Strike noch nicht gespielt. Kaum ein Spiel hat das Shooter-Genre bis heute so geprägt wie Valves Half-Life von 1998. Denn auch das schickt einen stummen Ballermann mit diversen Schießeisen ins Gefecht gegen Monsterhorden und Soldaten, bettet das Ganze aber in eine spannende Story über eine Alien-Invasion ein, die komplett ohne Zwischensequenzen auskommt. Denn der Spieler ist als Wissenschaftler Gordon Freeman mittendrin, wenn in der Black Mesa Forschungseinrichtung Außerirdische einfallen und kurz danach auch noch das Militär alle Spuren beseitigen will. Und das erlebt man, bis auf wenige Mini-Ausnahmen, von Anfang bis Ende aus der Ego-Perspektive und ballert in den Dreieckscharmützeln nicht nur mit bekannten Pistolen und Gewehren, sondern auch mit abgefahrenen Alien-Waffen. Gordon Freeman in the flesh. Aber ohne Doom hätte es Half-Life vermutlich nie gegeben. Denn der Shooter von id Software wird nicht nur durch seine Solo-Kampagne, sondern vor allem durch den Online-Deathmatch-Modus legendär. Der hat seinerzeit nicht nur ganze Uni-Netzwerke lahmgelegt, sondern war auch wegweisend für Multiplayer-Spiele, wie wir sie heute kennen. Dabei sind es vor allem die simplen Zutaten, die Doom so großartig machen. Shotgun, Kettensäge, flinkes Ausweichen und Ballern. Klingt stumpf, macht aber auch heute noch endlos viel Spaß. Für die Call of Duty-Reihe war es damals fast schon Frevel, als Infinity Ward plötzlich vom Zweiten Weltkrieg in ein modernes Szenario gewechselt ist. Denn in Call of Duty 4 Modern Warfare erlebt der Spieler anstelle der 29.000. Iteration des D-Day einen neuen Konflikt in der Gegenwart. Der Singleplayer von Modern Warfare hat so vieles richtig gemacht, was spätere Call of Duties nicht mal ansatzweise so hinbekommen haben. Perfekt platzierte Tempowechsel, die passende Menge an Bombast, Schauplätzen und Überraschungen. Himmel, diese Mission in dem AC-130 Gunship. Testerin Petra hat das Abenteuer um Soap McTavish, Captain Price und Co. allein für den Test viermal durchgespielt. Und nochmal Half-Life, denn auch Teil 2 hat bei uns bleibenden Eindruck hinterlassen. Vielleicht aber nicht uneingeschränkt positiv, denn für Kollege Dimmi bedeutete der erste Kontakt mit Half-Life 2 auch, dass man sich so eine komische Online-Plattform namens Steam auf den Rechner holen muss, um das Spiel spielen zu können. Dimmis Prophezeiung, dass man von Steam danach bestimmt nie wieder was hören würde, war im November 2004 seiner damals pubertären Weitsicht geschuldet, aber zumindest hatte auch schon Teenie Dimmi erkannt, dass Half-Life 2 etwas ganz Besonderes ist. Denn die Shooter-Fortsetzung erzählt die Story weiter und schickt Gordon Freeman im Auftrag des sinistren G-Man nach City 17, in der sich Alien-Besatzer der Combine breit gemacht haben. Mit damals beeindruckender Grafik, kreativen Physikspielereien mit der Gravity Gun und der unvergesslichen Begleiterin Alex hat Half-Life 2 nicht nur Rang 3 bei unseren 250 besten Spielen erreicht, sondern trägt damit auch die Auszeichnung bester Shooter aller Zeiten. The right man in the wrong place can make all the difference in the world.